Morgen, liebe Follower, liebe Fans, liebe 15er-Begeisterte. Heute mal ein ganz kleines Video zu unserem TTRS. Es ist wirklich sehr schön, wie viele Anfragen wir von euch täglich bekommen. Und ihr fragt uns, wann seid ihr mit eurem Auto wieder am Start? Gibt es was Neues? Was habt ihr vor für die Saison? Und wir möchten euch einfach mal so einen kleinen Mini-Einblick geben. Wir haben natürlich über den Winter einiges geändert, einiges verbessert, ist klar, um wieder anzugreifen und zu schauen, wie viel mehr können wir noch mit unseren Upgrade-Turbos auf der Viertelmeile herausholen. Wir schauen uns vielleicht gerade mal kurz am Auto ein, zwei Dinge an. Allzu viel kann ich euch noch nicht zeigen, aber ihr werdet es dann nach und nach sehen. Eins schon mal vorweg, wer das Fahrzeug mal live sehen möchte, nächste Woche ist die Möglichkeit in Brilon auf dem Viertelmeilerrennen, werden wir am Samstag mal schauen, was unsere Änderungen im Hinblick auf Leistung und vor allem auch im Hinblick auf Grip gebracht haben. Und dann gucken wir mal, was die Strecke hergibt und wie schnell wir werden können. Jetzt schauen wir uns gerade noch das ein oder andere am Fahrzeug an. So, für die aktiven Follower gibt es hier vorne erstmal nicht sonderlich viel Neues. Man sieht hier aus den letzten Tagen noch das schöne Rohr, das hier hinten am Krümmer aufsteigt, zur Abgasgegendruckmessung. Wir messen bei uns permanent Abgasgegendruck, da wir gerade wieder in der Entwicklung sind, was das Thema Turbolader angeht, Weiterentwicklung, Weiterverbesserung, Effizienzsteigerung, auch Abgastemperatur. Auf jedem einzelnen Zylinder wird natürlich mitgemessen an mehrere Positionen, damit wir einfach sehen, dass die Leistung, die wir uns mehr holen, auch haltbar ist. Ansonsten, wie gesagt, gibt es hier nicht so viel Neues. Das altbekannte Gesicht, der Race Series Ladeluftkühler, die 5 Zoll, das eine oder andere haben wir farblich ein bisschen geändert. Den Catch-Tank haben wir verbaut, Getriebe-Catch-Tank hier hinten jetzt. Unsere große Drosselklappenbogen in 80 mm ist auch drin. Ansonsten hat sich, besonders im Hinblick auf das Thema Sicherheit, einiges getan im Winter. Auch im eigenen Interesse logischerweise haben wir hier jetzt eine Zelle drin im Fahrzeug. Das heißt, auch im hoffentlich nie eintretenden Fall eines Überschlags sind wir jetzt hier wirklich sehr sicher, fühlen wir uns auch gut. Sicherheit hat bei uns einen ganz großen Stellenwert. Deswegen auch Gewicht hin oder her, haben wir gesagt, das brauchen wir, das wollen wir einfach, weil wir können nicht immer nur an der Leistungsschraube drehen und gleichermaßen dann die Sicherheit vernachlässigen. Von innen sieht es auch wirklich mächtig aus, was wir noch geändert haben. Ist einiges zum Thema Allrad, das spricht zum Haldex. Das werden wir jetzt nächste Wochenende mal testen. Ihr wisst ja schon, dass wir schon längere Zeit an einer Haldex-Lösung experimentieren. Mit einem größeren Gehäuse, größeren Kolben und so weiter für mehr Druck. Und das Ganze mit originaler Lamellen aktueller Stand. Und deswegen werden wir jetzt mal schauen, wie es auf dem nächsten Event dann aussieht mit dem Fahrzeug. Wie der Haldex funktioniert, ob es so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber wir gehen doch mal stark davon aus. Und dann hoffen wir, dass wir euch da noch das eine oder andere zeigen können und vor allem auch, dass wir tolle Ergebnisse dort erzielen werden. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht haben wir Zeit für das eine oder andere Gespräch. Wäre schön, wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut und bleibt dem Fünfzylinder treu.